Hallo meine Süßen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bevor wir starten, wollte ich euch nur zeigen, die Palette habe ich heute verwendet, Enduring Love, die ist von Sydney Grace. Eine wirklich sehr, sehr, sehr schöne Qualität. Das nur so vorab. Und ja, heute zum Thema Cannabinoide. Der Trend von Produkten, die CBD enthalten, ist ja immens. Ich habe das auch gesehen, wir fahren ja jedes Jahr nach Griechenland in Urlaub und auch da sind Geschäfte aus dem Boden geschossen, die Öle anbieten oder Nahrungsergänzungsmittel oder Pflegeprodukte und das ist ja ganz erstaunlich. Und auch im Internet gibt es einen riesen Boost an Produkten und an Firmen, die sowas anbieten. Und da ist es natürlich schwer zu sagen von wegen, was soll ich denn nehmen, was ist denn gut, worauf soll ich denn achten? Und ich versuche euch da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und so ein paar Hintergrundinformationen zu geben und auch euch ein paar Produkte vorzustellen, die ich ausprobiert habe und die ich sehr gut finde. Was sind denn überhaupt Cannabinoide? Cannabidiol oder CBD, kurz gesagt, ist eins von über 140 Cannabinoiden. Das ist so der Überbegriff von dieser Substanzgruppe, die es gibt. Und das sind also Inhaltsstoffe aus der Hanfpflanze. Und die Hanfpflanze, die hat je nach Reifegrad, also man nimmt aus der Blüte und aus den Stängeln, nimmt man zum Beispiel extrahiert man diese Inhaltsstoffe und je nachdem, ist es eine weibliche Blüte, männliche Blüte oder welcher Reifungsgrad oder welcher Zustand der Blüte, hat man halt eben Inhaltsstoffe wie zum Beispiel das THC, was einen high-machenden Effekt hat und halt Substanzen wie das CBD oder diese Cannabinoide, die halt eben nicht high machen. Und das ist eben das, was es halt in Medizinprodukten oder Kosmetikprodukten verwendet wird, um da Erleichterungen zu verschaffen. Oder Cannabinoide werden ja schon seit vielen, vielen, vielen Jahren eingesetzt. Ne? Und warum macht man das? Und zwar hat man festgestellt, dass es halt zum Beispiel angstlösende, aber auch schmerzlindernde, entzündungshemmende Eigenschaften hat. Dass es halt verschiedene Zustände im Körper positiv beeinflusst. Und deswegen hat man versucht, halt eben das auch in Nahrungsergänzungsmittel oder auch in Pflegeprodukte einzubringen, um da halt eben die positiven Eigenschaften zu verwenden, aber halt eben Nebenwirkungen oder dieses High-Machende natürlich dann so weit wie möglich zu reduzieren. Ihr solltet dann auch bei Produkten darauf achten, dass sie zum Beispiel zertifiziert sind, dass sie von unabhängigen Laboratorien dann nochmal kontrolliert werden, dass es eine Qualitätskontrolle gibt, dass es Bioprodukte sind, Pflanzen sind, die halt eben aus dem kontrollierten Anbau kommen, dass da keine Pestizide drin sind, dass da keine Insektizide drin sind, dass da keine Schwermetalle drin sind. Das sind ganz, ganz wichtige Punkte, weil das kann natürlich alles dann halt irgendwo auch in euren Körper gelangen. Ne? Und deswegen solltet ihr tunlichst darauf achten, dass es ein Bioprodukt ist, wo das herkommt und dass es, wie gesagt, dass es also eine kontrollierte Kette gibt, dass alles überwacht wird und zwar auch von unabhängigen Drittlaboren. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Es gibt Produkte, die haben unterschiedliche Inhaltsstoffe, zum Beispiel 5, 10, sogar 20 oder 30% vom Cannabidiol. Und je nachdem ist es halt eben so mit geringeren Konzentrationen, ist es natürlich, sagen wir mal, so ein Einsteigerprodukt. Oder das Cannabidiol ist eines von etwa 140 Cannabinoiden, die in der Hanfpflanze, eben in Cannabis sativa, vorkommen. Es ist der Hauptwirkstoff in hanfbasierten Produkten, einschließlich von Tropfen, Snacks, Salben und Kapseln. CBD wird von den Menschen seit tausenden von Jahren schon wegen seinen verschiedenen positiven Eigenschaften verwendet. Und im Gegensatz zu dem Tetrahydrocannabinol, dem THC, hat es eben keine high-machenden Wirkungen. Im menschlichen Nervensystem befinden sich Cannabinoid-Rezeptoren, zu denen Wirkstoffen aus der Cannabispflanze eben andocken können. Und das gibt es halt eben das THC, das Cannabigerol, das Cannabidiol, das Cannabinol und Cannabichrom. Also es gibt ganz, ganz verschiedene Substanzen, die eben da ganz spezifisch an den Rezeptoren sich andocken und dadurch halt eben einen Effekt auslösen. Ne? Und dadurch, dass die im Körper vorkommen, nennt man es auch also ein endogenes System. Das heißt, dass es natürlich vorkommende Rezeptoren sind. Also das Endocannabinoid-System ist im ganzen Körper zu finden. Und es reguliert viele lebenswichtige Funktionen, wie zum Beispiel den Schlaf, die Stimmung, den Schmerz, den Appetit und das Gedächtnis und trägt auch zur Aufrechterhaltung der Homöostase, also dem Gleichgewicht vom Körper bei.
Und dieses das Endocannabinoid-System besteht aus drei Komponenten. Einmal die Cannabinoide selber, also das heißt die Transmitterstoffe, dann natürlich die Rezeptoren und die Enzyme, die das Ganze wieder natürlich quasi verstoffwechseln, damit die Rezeptoren wieder frei werden. Die Endocannabinoide sind körpereigene Moleküle, die viele neuronale Funktionen regulieren, zum Beispiel halt eben Schmerzen lindern. Ne? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess, den man auch nachweisen kann. Die wichtigsten Endocannabinoide sind das Anandamid, das Belohnungssystem des Gehirns beeinflusst, und das Aridon-Glycerin, das den Blutkreislauf reguliert. Ne? Dadurch kann zum Beispiel halt eben, können die Cannabinoide halt den Blutdruck regulieren und den Blutdruck halt eben reduzieren. Die Rezeptoren, es gibt CB1-Rezeptoren und CB2-Rezeptoren, die eben unterschiedlich im Körper verteilt sind, wie zum Beispiel die Typ-1-Cannabinoid-Rezeptoren sind im Nervensystem, und es ist auch zum Beispiel wichtig, dass man da auch irgendwie untersucht, ob die auch bei Parkinson oder auch bei Alzheimer-Patienten, ob man da halt irgendwie einen positiven Einfluss haben kann. Die Typ-2 sind Immunsystem, Verdauungs- aber auch Fortpflanzungssystem vor, aber auch Knochen, Haut, Lunge, hormonalen Drüsen oder in den Augen. Also das heißt zum Beispiel, oder Herz-Kreislauf-System, also da ist es zum Beispiel ganz interessant, also wenn man Menstruationsschmerzen hat, ne, oder Rückenschmerzen, ne, oder halt irgendwo, man ist schlecht gelaunt, ne, man hat ein Stimmungstief, ne, all diese Geschichten kann es also einen positiven Einfluss haben und ja, das Ganze ein bisschen positiver gestalten. Das mal so zu den einzelnen Sachen, was es gibt. Ich habe schon gesagt, also wo man darauf achten sollte, ist, dass wo die Herkunft der Pflanze, der Herstellungsprozess an sich und auch die permanenten Kontrollen ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe einige Produkte von einer Firma probiert, und zwar heißt die Nature Can. Die sitzen in England, die vertreiben aber weltweit, also in über 30 Ländern, und sind auch jetzt schon seit über 4 Jahren auf dem Markt oder haben jetzt 4-jähriges. Bekannt am meisten werden ja natürlich solche Öle verwendet, ne, so CBD-Öle. Da gibt es also 10- und 20-prozentiges Öl, und man braucht auch gar nicht viel davon. Man sollte nur aufpassen, grundsätzlich mit CBD, zum Beispiel während der Schwangerschaft oder auch während der Stillzeit, weil das halt eben, das CBD kann halt eben auch in die Milch oder halt eben durch die Plazenta gehen auf den Fötus, und deswegen sollte man davon Abstand nehmen. Ansonsten sollte man, ob man das jetzt morgens, mittags oder abends verwendet, muss man selber wissen, ob man sagt, man hat zum Beispiel so Schlafstörungen, dass ich da halt irgendwie abends besser zur Ruhe komme, oder dass man hat tagsüber so viel Stress, dass ich es halt irgendwie schon morgens nehme, dass ich halt so ein bisschen ruhiger bin. Und je nachdem, es wird ja auch über den Fettstoffwechsel, also umverteilt, und je nachdem, wie groß man ist, wie schwer man ist und so weiter, also von verschiedenen Faktoren ist die Verstoffwechselung abhängig, und dementsprechend ist die Wirkungsdauer auch irgendwie unterschiedlich. Ne? Das sind eigentlich so einige Stunden, so 4-5 Stunden ist die Wirkungsdauer. Das Bekannteste ist, wie gesagt, das CBD-Öl, das man halt einfach oral nimmt, 1-2 Tropfen, und dann ist aber nicht jedermanns Geschmack. Also ich habe sie selber noch nicht ausprobiert, sie sollen aber so leicht erdig oder ein bisschen bitter schmecken. Wem das nicht so schmeckt, dem gibt es natürlich wunderbare Alternativen, und zwar einmal hier diese Schokolade, die auch ein ganz hübsches Packaging hat. Und zwar ist das hier eine Milchschokolade. Und es sind halt hier so kleine Täfelchen, die sind also extra nochmal verpackt, und ist natürlich echt, sieht zuckersüß aus. Ne? Das ist halt eben mit einem Breitspektrum CBD-Öl, enthält verschiedene Geschmacksrichtungen, man hat 20 Milligramm pro Riegel drin. Also grundsätzlich dürfen bei den, es steht immer dabei, dass kein THC drin ist und dass es ein Breitspektrum ist, das ist also nochmal ein besonderes Qualitätsmerkmal. Und es darf kein THC, also THC darf bis zu 0,2%, glaube ich, enthalten sein. Das sind aber so Reste, die es halt irgendwie aus dem Pflänzchen raus extrahiert. Das ist wie bei dem alkoholfreien Bier, das sind auch irgendwie 0,1% Alkohol enthalten. So ähnlich ist es halt irgendwie auch bei der Hanfpflanze. Also das heißt, es gibt kein 0,00%, sondern es gibt halt 0,1, 0,2 oder 0,3% Regel. Aber das hat natürlich keinen Einfluss oder keine Auswirkung, dass man high wäre.
Es ist auch nicht so, wenn ihr bei einer amerikanischen Firma seid und ihr werdet plötzlich rausgerissen aus eurem Alltag und werdet dann gebeten, mal eine freundliche Urinprobe abzugeben, um kontrolliert zu werden. Auch da hat es keinen Einfluss drauf. Das könnt ihr beruhigt sein, ne? Auch bei Autokontrollen und so weiter. Also werdet ihr nicht positiv auffallen. Das sind ja auch nochmal so Sachen, wo man sich so ein bisschen Gedanken macht. Da hat es keinerlei Auswirkung drauf. Also das ist die Milchschokolade. Das ist eine tolle Alternative. Gibt es auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Was mein absoluter Favorit ist, sind diese Gummibärchen. Ich habe nur noch eins. Noch zwei. Hier. Die riechen gut und die schmecken auch sehr, sehr gut. Also man muss sich wirklich zusammenreißen, dass man nicht so viele davon isst. Man soll eigentlich nur 2 Stück davon essen, maximal 7 am Tag, weil eins hat so mit 10 Milligramm. Und ich habe jetzt gedacht, pff, ja und, Gummibärchen, ich merke überhaupt nichts. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe mal zu viel gegessen, weil ich natürlich gierig war und sie schmecken auch so lecker. Und habe ich mich echt ins Bett gelegt und dann nachmittags auf die Couch und musste irgendwie nochmal irgendwie so ein Nachmittagsschläfchen halten. Also die haben mich so maximal entspannt, dass ich echt total müde war. Und das ist eben das, wo man merkt, wenn man gestresst ist, ne, dass man, also das, die Gummibärchen, das ist wirklich eine gute Geschichte, um halt das CBD zu sich zu nehmen, wenn man jetzt das Öl nicht mag, ist es wirklich eine schmackhafte Alternative. Die sind zwar auf den ersten Blick sehr teuer, aber wenn man das natürlich vergleicht, jetzt von der Umrechnung her, vom Öl her, dann passt es wieder ganz gut in der Relation. Ne? Muss mal eins essen, so lecker. Ich habe wirklich nur noch eins drin, die alle weggemacht. Die sind glutenfrei, da steht auch drauf so ein Entourage-Effekt. Das Entourage-Effekt heißt eben synergistischen Effekt, weil das CBD halt eben synergistischen Effekt hat mit anderen Inhaltsstoffen der Hanfpflanze. Und das heißt, es ist nicht additiv, dass du sagst, 1 und 1 ist 2, sondern die sind synergistisch, das heißt 1 und 1 sind 3. Dass es nochmal halt eben, dass sie sich gegenseitig boostern und dann nochmal einen besseren Effekt haben. Also die sind natürlich praktisch für unterwegs. Sie schmecken sehr, sehr lecker. Und wie gesagt, man hat die Versuchung, dann zu viel zu essen. Da muss man echt aufpassen und sich rationieren. Aber sie sind wirklich, also sie haben tatsächlich eine Wirkung. Ne? Ich habe jetzt ziemlich stressige Zeit gehabt. Und ich habe jeden Tag ein paar gegessen. Und ich war sehr entspannt. Also ich habe gemerkt, wie mein Stresslevel sich tatsächlich reduziert. Und auch diese Rückenschmerzen, die Verspannungen und so, die Muskelschmerzen, das war alles ein Ticken besser. Also das hat mir gut getan. Also ich habe tatsächlich eine Wirkung gehabt. Auch ein absolutes Highlight-Produkt, das ist hier das hier. Das ist richtig, richtig toll. Das ist ein Joint Balm. Es kommt auch hier mit so einem richtig tollen Pumpspender. Und das ist halt so eine Lotion. Und ich habe durch einen Unfall so eine Arthrose im Iliosakralgelenk, also so am Kreuzbein. Und ich habe ganz, ganz, ganz häufig, eigentlich fast täglich Rückenschmerzen. Und es ist wirklich, wirklich schlimm. Manchmal habe ich das Gefühl, manchmal bewege ich mich auch nachts ein bisschen unglücklich. Dann stehe ich morgens, komme ich hier nicht aus dem Bett. Oder auch wenn ich jetzt nur irgendwie mal ein paar Meter laufe, habe ich das Gefühl, mein Kreuz bricht durch. Also es ist wirklich, wirklich schlimm und wirklich unangenehm. Und es macht mich wahnsinnig. Und es wird im Laufe der Zeit immer schlimmer. Ich nehme sonst, also wenn es ganz schlimm ist, muss ich halt ein Ibuprofen nehmen. Und das ist natürlich oral, das geht wieder auf den Magen. Man kriegt Durchfall und all diese Nebenwirkungen, die man hat. Und muss eben auszuweichen, und da bin ausgewichen auf das Diclofenac, auf eine Salbe, weil es halt dann eben lokal ist und dann halt nicht so den Organismus belastet. Und und dann habe ich gedacht, naja gut, probierst es mal aus. Ich hatte aber nicht viel Hoffnung tatsächlich. Aber ich war so, so positiv überrascht, dass das genauso gut gewirkt hat wie diese Diclofenac-Creme. Also richtig, richtig toll. Ich habe mir halt wirklich so 2 Pumphübe genommen auf den Händen und habe das hinten so am Kreuz einmassiert. Bombe, richtig, richtig gut. Es hat relativ schnell gewirkt. Schon so nach so einer Viertelstunde, 20 Minuten. Und dann hat es so einen schönen kühlenden Effekt, weil da auch Menthol mit drin ist. Und gerade wenn man, also das hat, fand ich sehr, sehr angenehm, gerade wenn man so ein bisschen, also wenn es eine akute Geschichte ist, dann ist ja Kühlung sehr gut. Also es hatte einen schönen Effekt und das hat so ein paar Stunden angehalten. Also meistens mache ich es dann morgens nach dem Aufstehen. Das steht bei mir im Bad. Also wie gesagt, 2 Pumphübe. Das ist so schön, auch dass es so einen Pumpspender hat. Und es hilft wirklich gut.
Ganz ehrlich, ich hätte es nicht gedacht, weil Diclofenac ja wirklich ein ganz, ganz starker Entzündungshemmer ist, dass das so vergleichbar ist mit dem Diclofenac und aber halt eben kaum Nebenwirkungen hat. Also beziehungsweise von der Salbe her gar keine. Null, ne, auf den Organismus. Und das ist eine ganz, ganz tolle Alternative. Also wenn ihr da irgendwo Probleme mit euren Gelenken habt, kann ich das wirklich, wirklich empfehlen. Und dann habe ich noch ausprobiert, dieses Öl, das ist ein Gesichtsöl. Also bin ja ein großer, großer Fan von Gesichtsölen. Und man braucht auch wirklich nur ein oder zwei Tropfen und es riecht so gut. Oh, das riecht wirklich toll. Es erinnert mich ganz, ganz stark an mein Lieblingsöl aus Korea. Und das riecht halt eben auch so wunderbar. Oh, herrlich, ganz, ganz toll. So, das sind 30 Milliliter Fläschchen, das ist auch natürlich vegan und da ist auch noch drin Hagebutte, Rose, Marulaöl. Und das ist natürlich wunderbar, weil es auch diesen, gerade Hagebutte hat extrem viel Vitamin C, ist antioxidativ. Also ich mag das ganz gern, so ein, zwei Tropfen morgens. Auch zusammen mal zum Beispiel entweder in die Foundation reingemischt, wenn ich halt sehr trockene Haut habe, ne, ist das eine ganz, ganz tolle Geschichte. Oder einfach auch so hinterher nach der Pflegecreme aufgetragen, ein, zwei Tropfen und dann in die Hände und aufs Gesicht aufgetragen. Einfach weil es oxidativ ist und dann halt die freien Radikale wegfängt. Und abends nehme ich bin sowieso ein Ölfan, liebe ich es halt einfach nochmal drauf zu geben, wenn ich komplett alle Pflegeprodukte aufgetragen sind, dann nochmal eine Ölschicht drauf zu geben, um die ganze Feuchtigkeit drin zu halten, so quasi, um das zu versiegeln. Ganz, ganz toll. Ne? Also es hat eine schöne Pflegewirkung und ich habe auch das Gefühl, dass es halt, dass es meine Haut einfach gut tut. Das ist eine Hydra Boost CBD Gesichtscreme mit Q10, eine verjüngende Tagescreme angereichert mit CBD. Und Antioxidant zum ersten Anzeichen der Hautalterung, wie feine Linien und Falten zu reduzieren. Es sind 100 Milligramm CBD drin und es ist eine 50 Milliliter Dose. Und die ist sehr überraschend, fand ich. Also von der, vor allen Dingen von der Textur her. Die hat hier oben so ein Deckelchen. Einen ganz, ganz, ganz dezenten Geruch. Und die ist schwer rauszukriegen tatsächlich. Die sieht sehr aus wie so eine. Also hat eine sehr gelige Textur und sehr leicht. Lässt sich aber sehr, sehr schön verteilen, zieht auch sehr schön ein. Aber kleiner Hinweis: Dadurch, dass es so eine gelige Textur ist, solltet ihr, ich sehe, die hat auch einen schönen Glow, solltet ihr im Moment warten, bis ihr weitere Produkte aufs Gesicht auftragt, weil ansonsten kann es Ribbelchen geben. Aber wenn man da ein bisschen wartet, bis er eingezogen ist, passiert es nicht. Ne? Nur wenn ihr unmittelbar was aufgebt, dann kann das passieren. Aber sie zieht wirklich sehr, sehr, sehr schnell ein und ist also für tagsüber eine super tolle Make-up-Unterlage. Ne? Also spendet richtig schön Feuchtigkeit, klebt nicht. Sehr schön. Und das ist eine ganz, ganz tolle Feuchtigkeitscreme, die auch mit Q10 ist, die also wirklich eine sehr schöne Pflegewirkung hat. Kann ich auch sehr empfehlen. Das Breitspektrum-Öl drin. Und wirkt halt natürlich auch, was der Vorteil ist, halt eben auch entzündungshemmend auf die Haut. Also wenn man da so ein bisschen Rötungen hat oder hat halt eben so ein bisschen, wenn man so ein bisschen zu sehr sensiblen, entzündlichen Haut neigt, dann ist es eine ganz tolle Geschichte, weil eben das CBD halt eben die Entzündung hemmt, Schmerzen lindert, ne? Dann hat natürlich auch positiven Einfluss auf die Haut hat. Ne? Das ist eine sehr schöne Geschichte. Und es beruhigt halt eben noch die Haut. Ne? Also das ist sehr schön, sehr angenehm. Ne? Und dann hat man halt eben noch diesen Zusatznutzen, den man bei anderen Cremes vielleicht nicht hat. Also ich muss mal schauen oder noch, ob ich einen Rabattcode habe für euch. Wenn ich einen habe, schreibe ich euch den jetzt hier irgendwo, blende ich den ein und schreibe den auch nochmal unten in die Infobox und verlinke euch natürlich alle Produkte. Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich von den Produkten wirklich
erstaunt war oder positiv überrascht war. Ich gehe erstmal so sehr neutral an die Produkte ran. Ich teste die Produkte, ohne dass ich groß nachlese, was die eigentlich machen sollen oder wie die funktionieren oder sonstiges, damit ich halt irgendwie mir selber einen Eindruck mache und nicht manipuliert werde. Ne? So von wegen, ja, das soll dies und jenes machen, dann achtest du natürlich drauf, sondern ich nehme die wirklich völlig neutral, die, und schau, was es mit mir macht. Also so gehe ich meistens an die Sachen ran. Und dann, wenn ich mir selber ein Bild davon gemacht habe, dann lese ich nach und sage, ja, tatsächlich, so macht es es auch. Und das stimmt, das kann ich nachvollziehen. Ja, und der Claim stimmt auch. Und das finde ich ganz erstaunlich. Also die beiden Pflegeprodukte sind richtig, richtig toll. Die haben mir gut gefallen. Auch für reife Haut sehr schön geeignet. Wie gesagt, wenn man Schokolade mag, dann ist natürlich die Schokolade eine schöne Alternative. Waren aber tatsächlich die Highlight-Produkte hier, die Gummibärchen und diese Joint-Creme, ne? Weil die Gummibärchen, da hatte ich überhaupt keine Erwartungshaltung. Aber sie haben mich doch, also wirklich runtergebracht, ne? Also die waren wirklich so, dass ich relaxter war, dass ich entspannter war. Ich war nicht so gestresst, ich konnte besser schlafen. Also ich bin sehr gut eingeschlafen. Ich habe zwar nach wie vor Probleme beim Durchschlafen, aber ich bin sehr, sehr gut eingeschlafen. Also das hat sehr gut funktioniert. Und die ist richtig, richtig toll. Ne? Also das ist eine super Alternative für meine Diclofenac-Creme, die auch nicht gerade günstig ist. Ne? Und das ist halt wirklich eine, die hat für mich überhaupt keine Nebenwirkungen. Und das ist eine ganz tolle Geschichte. Die hat super funktioniert. So, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir die unten sehr gerne in die Kommentare. Ich hoffe, dass, oder wenn ihr selber die Produkte schon ausprobiert habt, dann schreibt mir das auch gerne unten rein. Vielen, vielen Dank, dass ihr eure Zeit mit mir verbracht habt und ich hoffe, es hat euch irgendwas gebracht und ihr habt ein bisschen Spaß gehabt am Video. Wenn dem so ist, dann abonniert gerne meinen Kanal und gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben. Und ansonsten, wie immer, bleibt gesund und werdet gesund. Bis bald. Tschüss.